Es weihnachtet. Willkommen am Bahnhof Chur. Heute Morgen fahren Sie mit einem speziellen Winterteamzug nach Arosa. Achten Sie bei Bedienung des Zuges auf besondere Dekorationen, okay? Ja, und damit heiße ich euch willkommen zurück zu Transient World 4. Zum nächsten Weihnachts-Szenario auf der Arosa Line. Mein Gott, ist der Bus laut, ey. Aber schön, Motorgeräusch, finde ich jetzt schön. So, wir steigen ein. Wow, ruckelt er lebt. Okay, gut. So, rein da, rein da, rein da, rein da. Alles an Bremsen lösen, was du kannst. Spannung rein. Und theoretisch müssen wir jetzt eigentlich fahren. Okay, guck mal, der geht sofort dran. Ich verstehe es nicht. Wieso fährt er denn jetzt bitte nicht? So, habe ich jetzt einmal so gemacht. Na, so weit wollte ich nicht. Ich verstehe das nicht. Wieso? Es hat doch gerade noch so wunderbar funktioniert. Wieso fährt das Ding manchmal nicht? Danke. Also wirklich, falls da einer was weiß, dann schreibt es bitte in die Kommentare, weil ich verstehe es manchmal überhaupt nicht, dass die Lok dann nicht anfährt. Aber eigentlich hat die ja alles vorhanden. Druck ist da, Spannung ist da. Wischen. So. Unser nächstes kleines Winterszenario auf der Arosa Line. Weihnachtsszenario. Das ist ja. Das Video dürfte nach Weihnachten kommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So. Wir fahren gemäß den Signalbildern. Information ankuppeln, glaube ich dir nicht. Du bist für mich noch nicht grün. Ist die Weiche denn richtig? Nö. So, da bin ich mal ein bisschen großzügiger mit der Bremse. Fahren gemäß den Signalbildern. Jetzt können wir auch. Auch immer das so ist. So. Da ist alles gelöst. Jetzt haben wir wieder schöne. Jetzt rollt die Lok ja nur. Jetzt hat die ja kein bisschen Spannung. Ja, also das ist jetzt echt ein bisschen. Eigentlich erbärmlich, weil gerade hat es auch funktioniert. Es gab hier vor tatsächlich auch schon eine Aufnahme, die allerdings jetzt nicht so gut verlaufen ist hier zu Anfang, weil er meinte, wir rollen dann einfach mal übers rote Signal. Auch hier an der Stelle, so. Komm ey, das ist einfach nur Folgen in die Länge ziehen, was die Lok hier macht. Warum bekommt die denn keine Spannung? Woran ist so? Wir können es gerne so machen. Da funktioniert noch alles, weil das Problem hatte ich schon mal. Dass wirklich gar nichts funktioniert hat an der Lok. Noch nicht mal Sound. Deswegen gerade das mit der Pfeife hier.
So, also Richtungswinde einmal rein oder was? Ich möchte es halt ungern machen, weil wir es wirklich schon an Folgen in die Länge ziehen. Grenzt. Das möchte ich dann auch nicht, gerade weil solche langen Strecken auch nicht gerade mein größter Spaß sind, den ich hier hab. Guck mal, jetzt können wir zum Beispiel wieder nicht mehr beschleunigen. Das ist... Ey, komm, das sind ein paar Meter. Wo ist denn jetzt... Danke. Also... So, jetzt ist mir wirklich alles egal, wenn das passt. Mach dich, ich sehe hier nichts mehr ein. Ich sehe hier gar nichts mehr ein. Okay, volle Leistung heißt nicht das. Ist okay. So, der offene Wagen im Winter natürlich sehr schön. So, hoffen wir mal, dass jetzt alles auch gut funktioniert. So, wirkt überhaupt nicht nervig. Deswegen gehen wir auch ganz schnell wieder zurück. So. Damit jeder, der da jetzt sitzt, schön einen Tinnitus bekommt. So. Ach, guck mal, habe ich ja... Na? Ist nicht mein Licht. Huch, ja, ja, also... Er springt erstmal zurück. So einen halben Kilometer. Gut. Wir fahren, wenn der Zug uns lässt und nicht hier die gleichen Randale macht. Ja, jetzt mal ehrlich, was ist das? Also wirklich, woran liegt das? Dass der nicht fahren kann. Liegt es vielleicht daran, dass wir... Das ist jetzt so eine andere Sache. Nur. Dass die hier erstmal... Na, nicht ruckeln, nicht ruckeln, nicht ruckeln, ruckeln, die sind ganz böse. Wo auch immer der jetzt gerade hingeklickt hat. So. Jetzt sind beide unten, ist auch interessant. So. Na komm. Wäre es jetzt aber schön, wenn wir dann spätestens jetzt losfahren könnten. Ist das so ein typischer Weihnacht? Ja, komm, okay, also das war jetzt echt. Darfst du überhaupt noch mit der Hand irgendwie die Bremsen lösen? Wie kam das denn jetzt schon? Ach komm. Komm, wir lassen es. Guck mal, wir haben schon knappe drei Minuten Verspätung, nur wegen diesem ganzen Kappes. Cool. Fängt natürlich super an.
So, dann Einfahrt in Arosa. In Arosa, sag ich schon, in Chur. Ja, ganz ehrlich, beschwer dich ruhig, dass das hier viel zu schnell ist. Ist mir auch egal. Dem Weihnachten hapert es halt so ein bisschen. So. Dann mach auf die Bude. Ist für die Schweiz typisch untypisch, dass wir Verspätung haben. Aber gut, irgendwie ist das so, weiß ich nicht, entweder haben die Glocke jetzt wirklich so gefixt, dass man die, naja, wie sage ich jetzt, dass du die wirklich so abrüsten musst, wie wir es jetzt gerade gehabt haben, oder die ist aktuell defekt, aber da bin ich eher bei dem aktuellen Defekt, weil es hat ja bei mir auch geklappt. Nur 20. Ich habe gerade überlegt, ob man wirklich jetzt schneller fahren sollte, um die Zeit so ein bisschen reinzubekommen. Weil es ist halt schon viel, was einem fehlt. Und mit der Maus ist halt auch hier die Lokbremse nicht gerade irgendwie die beste Methode, die zu lösen, weil die dann auf einmal wieder zurückspringt. Aber gut, das ist der Weihnachtsfluch. Also die Folge müsste ja eigentlich nach Weihnachten kommen. Soweit ich das weiß. Habt ihr denn alles bekommen, was ihr wolltet? Wie war denn euer Weihnachten so? Bei mir? Keine Ahnung. Ich nehme das dafür viel zu früh auf. Weihnachten ist bestimmt schon ganz gut. Das sind, wenn ich jetzt die Folge aufnehme gerade, 3 Wochen noch. Nein. 3,5 bis 4 Wochen, glaube ich. Wären das jetzt. Heute kommt die Maintalbahn. Ach, so viel kann ich euch sagen. An dem Tag, wo ich es aufnehme. So, guck mal, ja, okay, komm, ein bisschen haben wir. Ach, da sitzt ja gar keiner drin, was soll das denn? Na komm, machen wir so. Um 27. So, jetzt beschleunige ich aber schon, weil es mir relativ egal ist gerade.
ist ja auch nicht allzu schlimm. So. Ja, noch ein paar Tage, dann ist die Weihnachts... oder der Weihnachtsmonat, sag ich mal, eher auch vorbei. Dass wir hier die ganzen Weihnachts- und Winterfolgen haben. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Gerade auch im Neujahr bin ich gespannt. Gerade auch, was da für eine Folge kommt. Ich hatte schon einen, die habe ich aber heute wieder rausgenommen. Weil die kannst du nicht bringen. Also das wäre eine 2-Stunden-Folge. Knapp. Und habe ich auch jetzt wenig Lust drauf. Gebe ich ganz ehrlich zu. So, da vorne kommen erst die 30, ist mir aber wurscht. Jetzt gerade. Zumindest so ein bisschen die Verspätung rausholen können, hoffentlich, irgendwie. So. Und der hat ja. Wir haben 3. Aber auch okay. Nur dass hier halt noch der. Ist doch schön eigentlich bei dem Wetter so einen Aussichtswagen haben. Kannst auch gut als Klingelton benutzen. Nein. Oh Gott. Das hören sich jetzt die Fahrgäste. 10 Minuten schon an. So, im schönen Schnee geht's ab. Möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt wohnen, wenn du da mal wirklich Hochwasser haben solltest. Stelle ich mir jetzt auch nicht so toll vor. Fließt wahrscheinlich alles ab. Aber so lustig stelle ich mir das jetzt auch nicht vor. So, einmal erwischen. Noch so großartig. Eigentlich nicht viel zu besprechen. Also die Folgen kommen auf jeden Fall gut, baue ich an, von der Statistik her. Freut mich natürlich auch. Ich würde es auch gerne weitermachen. Das ist so ein kleines Weihnachtsgeschenk, kann man schon sagen. Also ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass die Folgen auch so gut laufen. Bei Trains in World ja eigentlich gefühlt. Okay, wenn du sagst, jeder ist das auch. Das ist nicht gerade die Wahrheit, aber. Es machen schon viele. Und das wundert mich tatsächlich, dass wir da dann doch so ein paar Zuschauer haben, die das dann tatsächlich interessiert. Ich habe gerade gesehen, jetzt dürfen wir auf einmal 33 fahren. Also in die Richtung darf man 33 fahren, in die Gegenrichtung nur 30, oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ist denn jetzt? Wir gehen jetzt einen höher. Bin ich dann bei 35? Ja. Dann sind wir mal bei 35, ne? Die Verspätung so ein bisschen rauszuholen. Wird wahrscheinlich gar nichts bringen, vielleicht eine Minute. Aber ist besser als nichts.
wo keiner drin sitzt, ey. Cool. Ich mag das. Da sein sollen. Über der Geschwindigkeit, ja, aber ganz ehrlich, das ist eine schöne Weihnachtsfahrt, die genießen wir jetzt auch. Und mehr will ich doch gar nicht. Vielleicht steht ja schon bei der Bernina Line, wie die heißt, schon das Release-Datum vielleicht fest, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall schon sehr weit fortgeschritten aus auf den Videos und auf den Bildern. Ja, und was Trains in World überhaupt angeht, gab es ja jetzt wirklich schon viele PC-Editor-Sachen, was es da so Neues gibt. Egal ob Strecken oder Lokomotiven, und da freue ich mich auch schon drauf, wenn die rauskommen. Weil die sehen echt gut aus. Das heißt also, wir halten wieder an jeder Milchkanne. Okay. Ist ja kein Thema, können wir ja machen. Das war eigentlich 11er Kabine. Oh Gott, das sieht so. Das sieht auf einmal so kalt aus, so dunkel. Der Tunnel ist auch schön beleuchtet jetzt. So, halt überhaupt nicht. Pfeife klingt auch immer so, als ob der irgendwie gerade irgendwas überfährt, so. So. Schon wieder 33? Ihr verarscht mich doch. Ich finde es aber interessant, dass die Lok diese Abstufung hat. So wie eine AFB praktisch.
2 Minuten soll man da sein. Ja, gut. Kriegen wir vielleicht hin. Vielleicht auch nicht. Sichtfeld 30, so. Was war Layout? Also hier Overlay. So. Können wir so machen, aber hier ist das Geländer. Fischbauchbrücke, oder? Können natürlich auch so machen. Ah, gut. So. So, da bin ich jetzt mal ganz, ganz fies. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde da gerne noch zumindest so ein bisschen in der Zeit ankommen. Wenn es nur eine Minute Verspätung ist oder 2. Immer noch besser als 3. Müssten wir jetzt schon da sein. Müssten jetzt schon da sein und jetzt schau mal nach. Sind wir bestimmt eine Minute oder so später dann dran. Kurven machen halt schon viele aus. So, eine Minute sind wir jetzt schon knapp, aber ist doch, das ist jetzt egal. Ach, da geht's noch weiter, so geradeaus. Okay. Doof, doof, doof. Okay. Okay, komm, dann machen wir nochmal. Dann ziehen wir wirklich so durch. So. Macht noch lustige Geräusche hier weiterhin. So. So, knappe 2 Minuten. So.
niemals im Leben dürfte hier einer wechseln. Aber ist ja jetzt egal. Wir sind ja alleine hier. Auf der Strecke. Das soll uns dann erstmal nicht stören. So, um 28 sind natürlich jetzt 2,5 Minuten, die verloren gegangen sind. So, 35, ja, machen wir 40. Wieder. Um wirklich die Verspätung rauszubekommen. Ich scheiß auf die Punkte und alles, sage ich auch ganz ehrlich. Ich will aber wirklich nur pünktlich hier rauskommen. Sagte schon an, dass 5 km/h zu viel sind, okay. Na gut, stimmt ja eigentlich auch. Schöneres als im Winter durch die Berge zu fahren und ganz hinten einen überhaupt nicht nervigen Aussichtswagen zu haben. So, ist doch schön. Ja, was haben wir denn sonst noch so an Themen? Weihnachten ist jetzt, ich glaube, wenn die Folge kommt, ist Weihnachten wirklich schon vorbei. Weil wir haben den... Es kann sein, dass wir einen zweiten Weihnachtstag haben, wenn die Folge kommt. Seid ihr noch alle in den Ferien verreist? Nicht so Weihnachtsferien irgendwie. Oder habt ihr Urlaub, wenn ihr arbeiten müsst? Oder müsst ihr vielleicht sogar arbeiten? Na, wollte ich nicht. So. San Peter Molinis. Da ist Langwies. Okay. In Langwies haben wir ja, glaube ich, das Viadukt. Da machen wir dann nochmal ein Foto. Mit dem Zug für Thumbnail. Dann gucken wir auch mal an, weit wir da noch unterwegs sind. Die siehst du aber auch irgendwie, wenn du auf der Strecke fährst. Boah, ist schon... Zählt die Strecke schon? Also, ja, okay, wisst ihr was? Die Frage schenken wir uns jetzt. Ich wollte gerade fragen, zählt die als Steilstrecke, aber es ist eine Gebirgsbahn. Also ja, wahrscheinlich, oder? Gibt es da Unterschiede? Das kann ja auch sein. Unterschiede gibt.
sie mal so langsam ab. Dann erlauben wir uns mal ein paar kleine Späße hier. Wenn wir jetzt wirklich mit 3 Minuten Verzögerung gefahren wären, da habe ich jetzt ganz ehrlich auch wenig Lust drauf. Aber man sieht, man kann echt schon damit Verspätung rausholen, nur mit ein paar km/h. Man den echt zwar wirklich nicht machen sollte, aber wir sind jetzt hier im Szenario. Und da ist mir das wirklich sowas von egal. So, über der Geschwindigkeitsbegrenzung ist mir sogar ein bisschen lieber. Sehr ruhig. Muss man das eigentlich richtig betätigen, sobald das piept, oder wie ist das System hier? Ich meine, es sagt mir ja, du hast hier ein haltzeigendes Signal. So. Und irgendwer... Möchte irgendwer den Aussichtswagen? Sie vielleicht? Nicht. Die Schütte ist aber auch ganz schön mutig. Muss ich gerade sagen, der auf Arbeit jetzt durchgehend noch ein T-Shirt hat. So. Wir dürfen ja zu dem Signal wahrscheinlich vorfahren. Ich trau mich nicht. Ich sag jetzt bis zu dem Signal hier. Vorfahren. Interessant ist auch, dass wir nicht zurückrollen. Der kann sich das auch mal anhören. Was wir hier so uns anhören dürfen. So, 30 müssen wir dann jetzt erreicht haben. Oder auch nicht, dann sind wir hier bei 30. Also gehen wir auf 35. Dann Lützeriti. Und dann kommen noch ganz viele andere. Oh, da hinten sind 3,7 Kilometer. Verarsch mich doch jetzt hier nicht. Ich weibel da noch. Da muss ich nachschauen. Stimmt doch gar nicht. Schön die Kälte reingelassen. Thank you.
3,2 Kilometer nur noch. Nein, ich erspare euch jetzt den Aussichtswagen. Freie Bahn, okay. Stimmt, wir halten jetzt auch nicht an allen Stationen, ne? Da schlingelt er sich rauf. Mit schöner Musik. Wo immer noch keiner drin sitzt. Wie die dafür werben, dass das ne, Aussichtswagen im Winter und Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmusik und sitzt keiner drin. Eigentlich noch Nikolausfahrten mit dem Zug oder vielleicht sogar mit der Straßenbahn, gibt es ja auch. Haben wir gern gemacht damals. Machen wir auch tatsächlich, oder jetzt, wenn die Folge kommt, haben wir es schon gemacht. So eine Nikolausfahrt mit dem Zug. Auch mal wieder nach langer Zeit. Nach sehr langer Zeit. Als, zu der Zeit, als deine größte Sorge noch war, mit wem treffe ich mich, wo treffe ich mich und was spielen wir. Da hieß der Kalender noch Mama, der gesagt hat, ob du Zeit hast oder nicht. Elegant um die Kurve. Diese sehr enge Kurve. Es sieht, glaube ich, immer, wenn man so selbst drin sitzt, sieht es immer schlimmer aus, als es eigentlich ist, weil ich meine, die Strecken sind dafür ausgelegt. Wir haben ja auch eine Zulassung, trotz diesen Kurvenradien. Ja, jetzt hier mit dem Scheinwischer mal die Scheiben freigemacht und jetzt gleich müsste hier voll die Schneewand runterkommen. Haben wir sie hier? Ja, nicht ganz. Das ist, glaube ich, die hier hinten erst, ne? Aber wir können ja trotzdem ab hier so. Nein. Nein, 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 nein. So war es. Sind wir zwar jetzt schon ein bisschen zu spät, obwohl das geht. Das ist auch schön. Das sieht auch schön aus. Gerade habe ich irgendwie die Taste nicht gefunden. Na, okay, so passt es nicht. Ah,
Da vorne können wir dann richtig durchstarten. Und um 30 wäre es dann, okay. Gut. Geschafft und in Langwies angekommen. Obwohl, wenn ich mir das so anschaue, was heißt gleich angekommen, das ist ja wieder hier so schön kurvenreich. Kann das auch sein? Jawohl, vielleicht. Nein, vielleicht auch nicht. Ich wollte gerade fragen, ob es auch sein kann, dass es bewusst so gemacht ist, dass du zu spät kommst. Aber erstens sind wir in der Schweiz und zweitens kann ich mir das halt überhaupt nicht vorstellen, dass es ein Szenario gibt, wo du wirklich bewusst zu spät kommst. Rein, weil ich nicht unbedingt über das Signal brettern möchte. Ist eh keiner im Aussichtswagen. Ist aber auch interessant, dass wir hier einfach den Bahnübergang versperren. Alle im T-Shirt. Ja, okay, der jetzt nicht. Möchten Sie einsteigen? Nicht? Okay. Gibt einen schönen Aussichtswagen. So, Lizeritti. Ah, Rosa kommt dann direkt. Um 3 nach. Okay. Da haben wir den Zug, okay. Dann vielleicht noch hier. Jo. Könnten ja jetzt, na komm, lass mich rüber. Lass mich rüber, komm. Ach, weißt du was, komm, wir haben doch genug Bilder davon. So, hat er nicht eigentlich gesagt, wir dürfen 35 km/h fahren? Keine Ahnung. Fahren wir so weiter. So, davon kommt 30.
sieht's denn aus auf der Karte? Können wir ja auch mal machen. Ja, das ist schon ein ganz schönes Stück. Und Arosa ist da oben. Okay. Deswegen brauchen wir wahrscheinlich auch so lange. Ihm müssen wir wahrscheinlich dann die Vorfahrt wieder geben. Aber ja, genauso uns. Jetzt dürfen wir 35 fahren. Okay. Weiter geht's. 1,4 Kilometer. Weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Ich sag sogar wieder nein, dass es so ganz knapp wird. Wo 2 Minuten? Ja, 2 Minuten. Ah, nee. Das wird nichts. Also ich glaube diesmal nicht dran. Ein schöner gerader Strecke. Doch. Weiß nicht, jetzt habe ich doch Hoffnung, dass das was wird. Weil eine Minute haben wir noch. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Ich nehme alles zurück mit, dass es so passt und das wird ja schon. Ah, schade. 10 Sekunden würden fehlen. Wir fehlen jetzt noch. Bis der hier um die Kurve kommt, bis der weiter runter geht. 200 Meter. Kollege, du darfst dir gerne, wenn du willst, schöne Weihnachtsmusik anhören vom letzten Wagen. So, theoretisch müssen wir jetzt schon wieder die Türen schließen. Das wird nichts. Ja, guck mal, das sind jetzt... Hey, hört ihr doch die schöne Musik an. So. So, halbe Minute verplempert. Töne entriegeln, ich hasse dich. So. Unser nächster ist Arosa. Arosa, dann abkuppeln. Okay, wir kuppeln richtig ab einmal. Ist okay. Thank you.
8:35 gehe ich wieder. Vorbei am traurigen Schneemann. So, jetzt haben wir jetzt sind die Tiere schon überfahren, die jetzt alles rübergelatscht werden. Zur letzten Zeit als Thema ansprechen. Train Simulator 4 haben wir. Was könnten wir denn noch für? Wir sind ja jetzt in der vorletzten. Ne, noch nicht ganz. Vorvorletzten Folge für den Weihnachts-Winter-Monat. Mit den Folgen. Okay, den Rest an Geschichten ist ja eh ausgedacht. Also selbst zusammengestellt und so. Ah, weiß ich nicht. Vielleicht könnten. Oh nein, 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 nein. Ah, da kommt noch was bestimmt. Ja, vielleicht kann man ja mal ansprechen, was wünscht ihr euch denn zum Beispiel so an Züge und Strecken, die noch kommen sollen? Vielleicht auch eure Heimatlinien. Wünsche ich mir zum Beispiel auch eine Heimatlinie. Züge, ja gut, ist jetzt so. Lokomotivpark, naja. Wüsste ich jetzt nicht. Zumindest aktuell nicht. So. Einmal gepfiffen, das reicht. Freut ihr euch denn schon auf Train Sim World 5, wenn das wahrscheinlich nächstes Jahr kommen wird? Nein, steht ja nicht fest, aber ist jetzt wieder so dieser Gag, der gerade so ein bisschen rum die Runde macht. Dass Train Sim World 5 dann im nächsten Jahr erscheint. Bin gespannt, was wirklich noch kommt. Also am besten ist es ja wirklich immer ein Game wirklich so zu aktualisieren, dass es gut passt. Das ist nicht immer ganz so leicht, das weiß ich auch. Aber ja, es soll ja noch viel kommen. Denn jetzt noch? Ja, geht, ne? Es kommt eh keiner mehr entgegen. Da haben wir unsere Ruhe. Oh, warte mal, ich sehe da jetzt gerade.
Oder ist das schon Arose? Ah, ist schon, ne? Gut, dann haben wir es ja tatsächlich gleich auch schon wieder geschafft. Zumindest heile nach Arose zu kommen. Weiß ich mich jetzt nicht drauf fest, weil wahrscheinlich wird es eh nicht so sein. So, Langsamfahrt ist auch schon. Und tatsächlich kommen wir Arose immer näher. Es ist unglaublich. Und dann sogar noch eigentlich fast in der Zeit. Also, wow. Zeit haben wir ja eigentlich ganz gut aufgeholt dann. Dafür, dass wir mit 3 Minuten Verspätung losgefahren sind. Ja. Gedrückt halten kann man ja nicht. Mach mal halblang hier, okay. Ich glaube, man muss gar nicht so oft bestichtigen. So, 30 rückt hier näher und wie gesagt, tatsächlich, wir haben es tatsächlich rausgeschafft aus der Verspätung. Wow, also das ist echt schon eine Kunst, sag ich jetzt ganz ehrlich, also. Wow. So, bis halb warten, ne? Kann ich mir jetzt vorstellen, dass sie es jetzt schon haben wollen. Problem ist aber, wenn ich es jetzt mache, ne, sind die Waggons ja gar nicht mehr. Ja, okay. Logik, das ist wieder wunderbar. So. Arose Nord. Also Bahnsteig Nord. Boah, ich hasse das, wenn die so dicht am Signal sind. Ich trau dem nicht. Nee, du. Soll den. Okay. Ja, ich weiß.
hinten Licht an. Aber stört mich nicht. Einzige, was mich stört, ist wieder, dass das Ding nicht fährt. Das darf doch nicht wahr sein. Nee, komm. Danke. Fortfahren gemäß den Signalbildern. So. Jetzt haben wir so wieder dran fahren, ne? Genau. Dem Ganzen trotzdem nicht so ganz. Aber ich meine, okay, er sagt jetzt wirklich fortfahren. Hier sind Signalbilder, dann haben wir jetzt das schöne Getute hier gleich dran. Sehr schön. Rosa Nebengleis. Fortfahren gemäß den Signalbildern. Okay, ganz ehrlich. Es stößt jetzt auch an meine Grenzen. So. Der lässt sich wieder nicht lösen. Danke für nichts. Wahrscheinlich erstmal auf Null abfallen, ne? Wird er deswegen nicht? Boah, komm bitte, das ist ein... Ich verstehe es echt nicht. Also, was hat das Ding bitte für ein Problem? Und sagt dann auf einmal, nee, ich kann nicht fahren. Komm schon. Danke. Also ich verstehe es echt nicht. Es ist auch... Ich sag's wirklich so, wie es ist. Es ist ätzend. Jetzt höre ich irgendwas von Signalwechsel, also wird... Ey Leute, macht doch jetzt bitte... Also Signalwechsel... Ist alles okay, oder was? Nur weil wir jetzt einmal gebremst haben, bitte, ey. Och, Leute, das ist ätzend. Das ist wirklich nur noch ätzend hier. Also es wird
Das muss doch geändert werden. Das ist doch nicht normal. Fortfahren gemäß den Signalbildern. Machen wir. So, der sieht das als... Fortfahren gemäß den Signalbildern, genau. Rumärgern? Wahrscheinlich. Ach, rosa Nebengleis Auto und alles. Ja, gut. Na komm. Lass Licht an. Lass das Licht an, ist alles okay. So. Übernimmt doch eh irgendeiner gleich. Zug. Wahrscheinlich nicht reichen, wenn wir hier jetzt anhalten. Ich gehe mal stark davon aus. Es hat gereicht, okay. So, das letzte Mal hier richtig rumärgern. Und Outro. Dann würde ich jetzt schon mal sagen, ich hoffe, euch hat diese anstrengende, aber auch vielleicht spannende Fahrt irgendwie gefallen. Und ich glaube, so schnell werden wir uns nicht auf der Rosaline wiedersehen. Aber weiß ich nicht. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn euch die Videos gefallen, ist gerne ein Like, ein Abo oder auch ein Kommentar da. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir halten jetzt hier an. Wir halten hier an, ohne Oberleitung vor allem. Und schauen uns dann das schicke Outro nochmal an. Danke für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, und damit sage ich dann einfach mal, wir sehen uns bei der nächsten Fahrt. Bis dahin, alles Gute und ciao.